Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der 1314. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen erst einmal 80 Millionen Fisch, nehmen den einmal mit, können dann hier aufs Kreuz gehen. Haben hier 10 neue Angebote, da ist aber für uns wahrscheinlich nichts dabei. Nee. Okay, dann gehen wir einmal aufs Kreuz. Wir haben Ohne Zahn heute da und den Tagschatten, sind nämlich beide aus dem Training raus. Ich werde mit Ohne Zahn anfangen und das werden wir uns auch kaufen für 105 Runen, weil das 500 Runen billiger ist als, oder beziehungsweise 5 Runen mehr Wert bringt für die Sammlung hier. Kostet jetzt nur noch 1900 Runen, beziehungsweise fast 2000 Runen, also richtig nice. Wir füttern als erstes Ohne Zahn. Ich weiß noch nicht, ob wir den heute wieder ins Training kriegen, wenn ich so sehe, dass wir nur 6 Eisen haben, könnte das nämlich schwierig sein. Vor allen Dingen, weil halt nicht mal die Eisensammler heute alle voll sind. Sondern wir hatten ja gestern noch ein bisschen Eisen eingesammelt von denen. Deswegen, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. 16.000 Eisen kriegen wir nämlich höchstwahrscheinlich jetzt nicht zusammen. Aber das werden wir mitkriegen. Wir können es ja trotzdem probieren. Wir haben jetzt erstmal Sturmbringer hier auf dem nächsten Level. Ist jetzt also auch auf der Titanstufe, auf der ersten. Und kann direkt wieder ins Training. Dann sammeln wir hier kleiner mal genug Fisch ein, dass wir, ja, das war jetzt schlecht, habe ich noch nie genug, so jetzt, dass wir die Kollegen hier noch loskriegen und ihr seht schon, die haben jetzt alle ein bisschen weniger gesammelt. Die beiden schicken wir dann los, erstmal gehen wir kurz hier rüber und schicken als allererstes einmal Freiwald los, damit der noch ein bisschen Eisen sammeln kann. Wobei, wenn ich das so sehe, 16.000, ja, wäre drin. Also 16.000 kriegen wir vielleicht hin. Das wäre ja schon mal ganz gut. Mal schauen, sehen wir ja gleich. So, jetzt können wir erstmal die drei noch losschicken. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal die 13 bzw. fast 14.000 voll. Ihr könnt auch wieder los. So, Ohne Zahn können wir einmal losschicken auf eine kurze Suche hier. 3 Minuten und Abfahrt. Damit kriegt man nämlich noch eine beschleunigte eine Aktion und halt eine Suche, falls es das heute gibt. Aber den können wir erstmal da lassen, weil den können wir dann immer noch mal ganz oft losschicken, falls es dann noch irgendwie eine Season-Aufgabe oder sowas gibt. Gut, Training. Im Training sind 4 Leute, das ist schon mal ganz gut. Ohne Zahn würde Evo anders hingehen. Okidoki. So, dann, ihr habt alle losgeschickt. Genau, du warst noch beim Eisen, du hast auch nochmal 500 Stück. Damit schaffen wir das auf jeden Fall heute, weil wir haben ja dann noch die anderen Kollegen, die immer wieder da sind. So, du kannst nochmal gefüttert werden. Unseren Tagschatten kriegen wir jetzt so oder so nicht gefüttert, weil dafür fehlt einfach der Fisch. Also da, wir haben ja, gut, wir haben noch ein bisschen Fisch im Postfach, wir haben auch noch ein Fischpaket im Postfach, aber an sich fehlt trotzdem der ganze Fisch, den man halt bräuchte. Ihr bleibt auch erstmal hier und dann machen wir mal hier bei unseren legendären Kollegen weiter. Heute sind nur 4 da, also nicht ganz so viele wie sonst, aber das ist ja nicht ganz so schlimm. Die Kollegen schicken wir einmal wieder alle los, let's go, dann gehen wir einmal hier runter. Unsere 4 Jahreszeitenstatuen haben wir natürlich auch noch, da können wir auch gleich noch reinschauen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, du bist nicht der Nächste. Der Tiefseespalter, ah okay, dann war der wahrscheinlich gestern zum Video nicht da. Dann geht er jetzt los, sehr schön. So, gehen wir ein Stück näher ran, damit es nicht so laggy ist. Dann haben wir hier natürlich noch verborgene Welt, Kotz und Würg, die können wir auch einmal füttern, let's go. Und ihr könnt auch ins Training, weil ihr seid ja dann erstmal auch bei Level 125ern dabei, die wir jetzt sowieso für die nächste große Schmiede brauchen. Und was noch? Ja, ihr werdet halt besser im Sammeln, weil ich will euch ja theoretisch vielleicht hoffentlich auch als Sammler nutzen. Gut, dann können wir hier erstmal weitermachen. Du kannst wieder gratis los, dann haben wir hier einmal Hakenzahn. Der Kollege kann natürlich auch wieder los. Und dann haben wir noch Kotz und Würg. Kotz und Würg. Haben wir noch Fleischklops und du kannst auch wieder los. Kotz und Würg war schon unterwegs. Sehr gut. Damit haben wir die alle unterwegs. Hier haben wir nochmal, genau, hier haben wir noch das Fischgut. Das können wir gleich mal öffnen. Da kriegen wir wieder ein bisschen was ins Postfach rein. Wir werden jetzt sowieso gleich nochmal ein bisschen Fisch verbrauchen, weil der Tagschatten ja auch noch da ist. So, gehen wir einmal hier hoch. Genau, du bist nächstes Level. Edelsteinbrecher kannst du jetzt suchen. Können wir dich zweimal füttern. Und mehr wird das sowieso. Wobei, nee, ich glaube, wir kriegen dich trotzdem nicht komplett hoch. Weil jetzt müssen wir nochmal ein Doch, kriegt man doch hin. Haha, wo haben wir so viel Fisch her, hä? Ja, Level 169. Den kriegen wir heute sowieso nicht ins Training. Wie viel Fisch haben wir jetzt noch hier drinne? Jetzt ist der ganze Fisch raus, glaube ich mal. Okay, ja, das sind nur noch die ganzen anderen Dinger. Dann können wir jetzt noch das eine Holzpaket, was hier zwischendurch war, öffnen. Damit die Pakete clean aussehen. Und dann passt das Ding hier. Sehr gut. So, jetzt kannst du einmal auf eine Suche.
Du bist bald auf dem Level, dass du unseren nächsten epischen suchen kannst, aber leider noch nicht ganz. Deswegen gehst du jetzt erstmal hier hin. Ich denke mal, wir haben jetzt sowieso demnächst erstmal ein paar andere Probleme. Da kriegen wir dich sowieso nicht sofort ins Training. Dann gehen wir einmal hier rüber. Hier können wir den Kollegen nochmal losschicken, damit wir auf jeden Fall noch auf genug Eisen kommen. Und dann haben wir jetzt noch hier unsere 4-Jahreszeiten-Statuen. Da kriegen wir erst einmal 130 Bernstein. Dann haben wir hier auch nochmal 150 Bernstein. Und hier nochmal weitere 120 Bernstein. Und nochmal weitere 120. Sehr schön. Nehmen wir die mit. Und dann können wir jetzt das hier und das hier einsammeln. Und können noch hier zum Gratis-Paket gehen. Und das Gratis-Paket einmal mitnehmen. Erstmal das erste. Und dann direkt im Anschluss natürlich noch das nächste Gratis-Paket. So, und wir kriegen ein bisschen Fisch, Runen, Holz, wunderbar. Und dann öffnen wir direkt das nächste, let's go. So, dann nehmen wir es einmal mit und hier bekommen wir einmal Sturmschneid, Donnertrommler, riesigen Albtraum. Und haben dann nochmal ein bisschen Holz, Fisch und hier nochmal ein paar Runen und ein episches Sammlungsstück. Wunderbar, dann sammeln wir die nochmal ein, können jetzt einmal hier hochgehen, können den Kollegen nochmal losschicken. Jetzt reicht es haarscharf noch nicht aus, aber dann spätestens mit dem nächsten, beziehungsweise jetzt können wir wahrscheinlich auch schon einsammeln, würde jetzt wahrscheinlich auch schon reichen. Wir gehen erstmal hier rein, schauen mal, was wir noch so für tägliche Aufgaben haben und ja, schauen dann, was wir mit Unezahn noch machen, ob da nochmal irgendwie was ist oder nicht wegen dem Kollegen. Klar, heute, wo wir was machen können, haben wir natürlich nicht die Aufgabe mit Suche mit Ohnezahn. Wir haben mal Verteidige Berg, das können wir dann gleich machen. Und hier haben wir Ohnezahn schick auf 5 Erkundungen. Was haben wir heute? Heute ist Mittwoch, wo ich das aufnehme. Okay. Ja, die Frage ist, wie lange geht der jetzt ins Training? Wahrscheinlich länger. 2 Tage wieder. Ach, das ist crazy, wie lange der trainiert. Und hier haben wir natürlich auch noch die Aufgabe mit 20 Suchen. Na gut, gehen wir erstmal kurz in die Belohnungen rein. Sammeln wir das einmal alles hier ein. Das hat sich gereimt. Hahaha. Genau, das Mächtig-Paket haben wir, ich glaube, auch nicht behalten, oder? Oder haben wir das jetzt immer behalten? Ich glaube nicht, ne? Weil das ist ja jetzt auch nicht so extrem gut. Und ich glaube, bis hierher wäre mindestens schon mal ein Mächtig-Paket da gewesen. Also können wir das auf jeden Fall öffnen. Let's go. So, erstmal hier, das hier. Wunderbar. Nehmen wir das einmal mit. Haben hier auf jeden Fall 9 Odinsmarken. Und dann kriegen wir auch nochmal Knochenräubers Grill, rotes Gift. Und hier nochmal ein bisschen Fisch, Holz und wieder ein paar Runen. Let's go. Und dann haben wir jetzt noch das Mächtig-Paket, das nehmen wir auch einmal mit. Und hier kriegen wir auch nochmal ein bisschen Fisch, Holz und Bernstein. Wunderbar. Dann können wir jetzt kurz ohne Zahn nochmal losschicken. Und zwar hier kurz mal hin. So, das geht ja ganz schnell und simpel, dass wir Hauptsache die wöchentliche Aufgabe noch fertig machen. Weil die Season-Aufgabe machen wir jetzt nicht. Aber wenn die wöchentliche schon mal fertig ist, ist das ja schon mal etwas. Und dann kann er wieder ins Training. Die wöchentliche Aufgabe mit Schick auf 3, Event suchen oder wie die heißt, ne, die werden wir natürlich jetzt nicht machen, aber den, da haben wir Hauptsache die eine normale wöchentliche fertig mit den normalen 5 Suchen halt. Wunderbar, können wir einsammeln, haben sogar über 10.060 Season-Währungen, let's go. Wir holen uns heute trotzdem erst einmal ein Season-Geschenkpaket, weil ich habe gerade geguckt, in den Kommentaren steht dazu noch nichts. Deswegen nehmen wir einmal das Season-Geschenkpaket mit für 750 Season-Währungen und vielleicht haben wir gleich Glück und kriegen jetzt einen von den dreien hier vorne. Nein, wir kriegen leider keinen Drachen. Wir kriegen ein paar Runen. Und zwar insgesamt 170, waren es jetzt, ich glaube. Wobei, ich bin mir gerade unsicher, was die erste Runenkarte waren. Ob das 10 oder 20 waren, aber ich glaube 20. Gut, dann geht ohne Zahn erstmal jetzt wieder ins Training für die nächsten 2 Tage. Ist er wieder unterwegs und ist jetzt auch schon Level 142, also es geht gut voran, ne? Wir müssen ja bedenken, es sind jetzt sozusagen nur noch 38 Level, dann ist er sowieso auf dem maximalen Level, was wir jetzt erstmal erreichen können mit ohne Zahn. Und da sieht das ja dann schon mal ganz gut aus. Und den müssen wir halt nie wieder trainieren, sobald er einmal dort oben ist, ne? Wenn er einmal fertig ist, ist er fertig. Dann war's das, dann müssen wir den nicht mehr trainieren. Und das ist halt das Geile. So, hier gehen wir einmal rein, dann können wir hier einmal 3 Feuerbälle werfen, let's go. So, und damit haben wir das Main-Schiff hier auch weg. Und dann passt das. Let's go. Sehr schön. Wir kriegen jetzt hier 3 Schlüssel. Die können wir einmal alle 3 mitnehmen. Und ja, damit jetzt halt schauen, dass wir jetzt noch schöne 3 Truhen öffnen. Let's go. So, nehmen wir mit. 1, 2 und 3. Haben wir nochmal ein paar Zahnräder. Bisschen Runen sogar. Let's go. 40 Stück nimmt man gerne mit. Und dann haben wir nochmal 2 tägliche Aufgaben fertig. Wieso keine wöchentliche? War ja nicht auch. Ach so, Verteidigerberg 10 mal.
Achso, nee, okay, dann dauert das noch ein bisschen. Schauen wir uns kurz das Video an, damit wir noch zwei tägliche fertig haben. Let's go. Und da haben wir das schon. Können das einmal einsammeln. Kriegen dann damit jetzt noch dieses Paket hier. Let's go. Und haben hier auch nochmal ein bisschen Holz, Fisch, ein paar Runen und hier auch nochmal 12 Runen. Sehr schön. Und 450 Millionen Fisch oben drauf noch einmal. Wunderbar. Es sind sogar schon wieder 20 Punkte vor der nächsten Belohnung. Das wäre dann sogar dieses Teil. Das wäre dann schon wieder ein Season-Aufgaben-Ding. Apropos Season-Aufgabe. Haha, wir können ja jetzt hier was kaufen. Let's go. Einmal, ich würde irgendwo hingehen, wo wir viel Platz haben, damit wir gleich alles hinstellen können. So, einmal hierher. Nummer uno. Haben wir eigentlich auf dem Account schon alle? Das weiß ich noch gar nicht. Mal gucken. Also alle Inseln, darum ging es mir gerade. So, dann einmal den. Ich weiß noch nicht, ob der jetzt dazugehört. Teilweise, genau, die werden nämlich gar nicht alle dazugehören. Aber alles, was ich jetzt nullmal habe, kaufe ich halt einfach kurz. Weil manche Dinge zählen halt dazu und manche eben nicht. Und damit wir halt alles haben, was dazu zählt, machen wir das halt so. Wunderbar, das sind drei Aufgaben und zwar alle beim gleichen. Let's go, haben wir hier die nächste Season-Sammlung komplett fertig. Kriegen hier nochmal 200 Runen, genauso will man das doch sehen. Und da sind wir sogar hier auch schon wieder einen Schritt weiter. Ey, das sieht sehr gut aus. Es geht gut voran, was die Season-Sammlungen angeht. Wir haben einfach diese Season schon zwei abgeschlossen. Hier fehlt uns auch nur noch der Kollege. Den kriegt man jetzt mit etwas Glück, kriegen wir den sogar, ne? Aus dem Season-Geschenkpaket. Aber mal gucken. Jetzt müssen wir die hier erstmal wieder kurz zerstören, damit wir unsere Season-Währung wieder kriegen. Ansonsten ist sie nämlich dann puff weg. Das wäre natürlich nicht gut. So, und jetzt muss ich gucken. Gehen wir in den Spießenlauf? Wir gehen jetzt noch rein. Ich muss jetzt zwar ein bisschen auf die Zeit achten, weil ich muss in 10 Minuten ungefähr dann auch langsam Schuhe anziehen und los, weil ich dann meinen Bus erwischen muss, damit ich zur Uni kann. Ansonsten wird es ein bisschen schwierig. Aber ich denke mal, wir schaffen den Kampf hier noch vorher. Hoffentlich. Wäre schlecht, wenn nicht, weil dann müsste ich es mittendrin abbrechen. Aber wir kriegen das schon hin irgendwie. Geben wir erstmal die Schwäche, greifen dann mit unserem Skrill nochmal normal an. Das reicht dann leider noch nicht aus, um den wegzuholen. Aber okay. Ist nicht ganz so extrem. Gehen wir mit dem Knochenräuber noch einmal rein und geben dann die Schwäche von unserem Sturmschneid auf den Kollegen hier drüben. Let's go. Skrill hier auch nochmal normal. Und dann mit dem Knochenräuber gehen wir auch noch einmal normal rein. So. Sturmschneid. Wunderbar. Damit ist der weg. Sind wir in der nächsten Welle. Hier gehen wir zuallererst einmal wieder auf den flüsternden Tod. Einfach die 2 Attacke vom Skrill raushauen. Ist ja ganz entspannt und easy. Dann gehen wir jetzt direkt auf die Heilung von unserem Sturmschneid. Und zwar einmal so. Wunderbar. Knochenräuber nochmal normal. Und dann mit dem Skrill gehen wir hier auch noch einmal normal rein. Greifen jetzt mit unserem Sturmschneid. Ja, mit der Schwäche vielleicht. Nee, wir nehmen lieber Aktionspunkte mit. So, nächste Welle. 5 Aktionspunkte. Ja doch, 5 Aktionspunkte, ganz genau. Hier die Schwäche. Dann können wir jetzt nochmal auf die Heilung gehen. Die macht dann natürlich wieder sehr schönen Flächenschaden. Mal schauen. Wenn wir jetzt hier einmal wunderbar die Heilung raushauen und dann mit dem Knochenräuber nochmal normal reingehen und unserem Skrill, dann kriegen wir den Kollegen auch weg. Sehr schön. Und dann haben wir jetzt noch hier einmal das Rumpelhorn. Geben wir einmal die Schwäche, gehen mit dem Knochenräuber nochmal normal rein und der ist weg. Und dann sind wir auch schon hier in der nächsten Welle. Hier gehen wir zuallererst einmal auf den Kollegen, greifen dann jetzt mit der Heilung von unserem Sturmschneid noch einmal an und schauen doch mal, dass das hier auf jeden Fall ganz gut wird. Erstmal wieder schön Flächenschaden. Wunderbar. So will man das doch sehen. Knochenräuber gehen wir jetzt erstmal normal auf den Kollegen. Und Skrill auch nochmal normal. Ich guck mal, oder beziehungsweise wir müssen jetzt mal schauen, dass unser Skrill das überlebt. Ansonsten brauchen wir nämlich gleich eine Frucht der Weisen. Und es sieht sehr stark nach Frucht der Weisen aus. Oh ja, oh ja, oh ja. Wir nehmen hier eine Frucht der Weisen, holen uns den Kollegen weg. Gehen mit unserem Knochenräuber auf den Kollegen, greifen mit dem Skrill noch einmal normal an und gehen dann als nächstes direkt einmal auf die Heilung von unserem Sturmschneid nochmal. Einfach um uns nochmal ein bisschen hoch zu heilen. Also jetzt einmal wieder so, wunderbar. Knochenräuber normal rein und Skrill noch einmal normal. Reicht noch nicht ganz aus, den Kollegen müssen wir noch einmal angreifen, aber es ist auch nicht so schlimm, weil da können wir nochmal ein paar Aktionspunkte mitnehmen. Wunderbar. Wir sind jetzt hier mit 4 Aktionspunkten in der nächsten Welle, können jetzt als nächstes direkt einmal auf die Heilung von unserem Sturmschneid gehen. Einfach um da nochmal ein bisschen Flächenschaden reinzudrücken und um uns halt einmal hochzuheilen. Wunderbar. So, jetzt holen wir uns den als erstes komplett weg, gehen gleich nochmal auf die Heilung von unserem Sturmschneid, weil ihr seht ja, das macht an den rasanten Drachen sehr, sehr guten Schaden.
Also der ist ja wirklich richtig gut, der Schaden, den wir da machen. So, nochmal. Wunderbar. Und dann holen wir uns jetzt einmal Tröpfchen weg. Das ist nicht ganz so nice. Da brauche ich nämlich gleich nochmal eine Frucht. So. Und dann gehen wir jetzt einmal auf den flüsternden Tod als nächstes. Ich denke mal, ohne Frucht hätte das wahrscheinlich jetzt nicht überlebt, wenn die jetzt dann beide nochmal auf den gegangen wären. Weil die halt doch schon guten Schaden sogar machen. Gehen wir einmal so rein mit dem Knochenräuber, holen wir uns den weg. Damit ist nur noch das Rumpelhorn da. Wir haben jetzt gleich wieder 4 Aktionspunkte. Sparen die uns noch ein bisschen auf, dass wir gleich in der nächsten Welle sofort am Anfang auch wieder auf die Heilung gehen können. Damit das auf jeden Fall keine Probleme gibt. Da sind zwar jetzt 2 oder 3 Aktionspunkte übergelaufen. Aber ist nicht so schlimm. Wir sind in der nächsten und auch letzten Welle. Hier geben wir erst nochmal die Schwäche. Können dann als nächstes direkt wieder auf die Heilung mit unserem Sturmschneid gehen. Müssen hoffen, dass die, ja, sehr schön, keine Schwäche geben. Dann einmal die Heilung. Wunderbar. Und dann gehen wir jetzt mit unserem Knochenräuber und dem Skrill noch einmal normal rein. So, wunderschön. Dann geben wir mit unserem Sturmschneid noch einmal die Schwäche. Damit kriegen wir dann Tröpfchen höchstwahrscheinlich weg. Ja, wunderbar. War ein bisschen knapp, aber hat ausgereicht. Sehr schön. Dann holen wir uns jetzt den Kollegen als nächstes weg. Das sollte auf jeden Fall auch drin sein. Sollte, denke ich mal, kein Problem werden. Und da geben wir hier mit unserem Sturmschnitt schon mal die Heilung nochmal. Die macht jetzt nicht ganz so extrem viel Schaden, aber ist nicht so schlimm. Und dann holen wir uns die entspannt weg. Da gibt das hier auf jeden Fall auch keine Probleme. So, der gibt nochmal die Schwäche. Ein bisschen uncool, aber in Ordnung. Der normal Knochenräuber, holen wir uns den weg. Dann kommt hier das Grill mit seiner Dreierattacke und wir knocken den erstmal fast aus. So, dann Sturmschneid jetzt zur Schwäche. Haben jetzt unseren ersten Kollegen verloren, aber ist nicht so schlimm, denn wir haben hier jetzt sowieso gewonnen. 6. Welle ist besiegt und wir kriegen 2 Glücksräder. So, dann drehen wir am ersten Glücksrad. Hier bekommen wir einmal 450 Millionen Fisch. Sehr schön, dann drehen wir direkt am nächsten Glücksrad. Hier bekommen wir dann noch einmal 450 Millionen Holz obendrauf. Sehr gut. Dann haben wir jetzt noch einmal 100 Runen, die wir mitnehmen können. Knacken damit sogar die 22.000 Runen insgesamt. Also richtig crazy, wie gut das zurzeit vorangeht. Ich weiß nicht, kann mal jemand vielleicht nachschauen, wie lange wir jetzt schon Runen sammeln? Ich weiß es nicht. Aber ja, mal gucken. Den Kampf machen wir ein andermal. Was aber richtig nice ist, wenn wir so viele Runen haben, beziehungsweise wir haben ja jetzt... Ja, 22.000 ist ja schön und gut, ne? Aber ihr müsst bedenken, wir haben ja auch noch ein paar Pakete. Und zwar 1, 2, ich zähle nur die seltenen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, das sind 8.000 Runen minus, was ist es, Minimum? Also Minimum sind ja 450 Runen. Ich rechne aber gerade mit 500, weil ich denke mal, der Durchschnitt von 500 wäre gegeben. Da wären wir halt schon wieder im Durchschnitt bei 8.000 Runen, die wir an dem Tag plus machen, nur durch die seltenen. Aber gut, schauen wir mal. Weil die erste Karte sind ja immer Runen und das sind mindestens immer 450. Und dann würde ich sagen, wäre es an der Stelle erstmal mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch sehr viel Spaß und ciao, ciao, Leute.